Yo, 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 liebe Kinder, willkommen zurück zu einer neuen spritzigen Folge Portal Knights mit dem Spritzmagier Sancho Kreis. Ich bin Sancho. Und wir sind hier in einer neuen alten Welt mit einem neuen alten Bob Ross, denn wir mussten leider, patchbedingt, musste ich nochmal neu anfangen. Es gab geheime Verschwörungspatches und dadurch musste Bob Ross wiedergeboren werden. Es war nicht schön. Er wurde schon mehrmals wiedergeboren, doch dieser Vorgang ist sehr stressig und schleimig. Es war sehr, sehr hässlich, ja. Es war sehr viel Schleim im Spiel und sehr viel Sperma. Also es war nicht schön. Dieser kleine Klumpen, den wir hier sehen, das war früher mal Bob Ross. Ich bräuchte Steinblöcke, wo gibt's die? Ich habe keine Ahnung, Bob Ross weiß das nicht. Nee, Stein bekommen wir, was für Stein? So richtigen Steinstein oder so Steinstein. Burgstein? Nee, kein Burgstein, Steinstein. Komm mal mit, wir gehen hier durch, komm mal mit. Ey, der hat hier Portal-Action in die staubigen Berge. Wir gehen jetzt in die staubigen Berge deiner Mutter. Erst geht er auf die wilden Hügel hier und dann... Erst die wilden Hügel, dann die staubige Grotte deiner Mom. Na, aber ich glaube, das ist ein milder Hügel. Milder Hügel? Nee, das sind doch die friedlichen, oder? Ach, genau. Waren die nicht sehr friedlich, die Hügel hier in der Gegend? Friedrichs Hügel. Friedrichs kleine Hügel. Die schwabbeligen Männerbrüste. Hier gab's auch eine Mine. Aha. Irgendwo hier gab's auch eine Mine. Ich habe alles verlernt. Alles verlernt. Linke Maustaste. Ich habe mal was gelernt zu dem Spiel. Und zwar habe ich gelernt, dass man mit sehr, sehr viel Skill in der Hose alles schaffen kann. Glaub einfach nur an dich selbst. Boah, hier. Der Sandpanzer. Puh. Was macht der? Wo bist du? Ich habe eine Agave. Die könnte ich brauchen. Boah, wie ich ihn besiegt habe. Alleine. Solo. Hier war doch eine Mine. Und zu der Mine müssen wir hin. Ist ganz, ganz wichtig. Weil da gibt's halt das, was du suchst. Stein? Nein, Stein, ein Bus mit gemischtrassigen Kindern dran. Oh, gemischtrassiger Stein mit Staub und Stiel. Brauchen wir nicht auch ganz viel Kupfer? Kupfer ist immer gut. Kupfer kannst du eigentlich immer abprickeln, wenn du es irgendwo siehst. Ich prickle ein wenig rum. Aber meine Stitzhacke... Meine Schlüsselhacke? Meine Stitchhacke. Spisshacke. Ach, Herr Doktor, ich habe eine Spisshacke in meinem Poloch. Bitte können Sie mir helfen bei der Rausnahme? Die Rausnahme? Bei die Poloch? Die hier die geheime Rausnahme Mine, ich habe sie gefunden. Oh, die geheime Mine. Oh, so geheim. Die ist mega geheim, also komm. Dicke Agaven hier. Ich habe Kaktuswasser bekommen. Kaktuswasser, Junge. Mm. Das ist ein richtig guter Stoff. Oh, hinter uns. Maden. Hier vor uns, Schmetterlinge. Staubmaden. Fledermäuse. Daddy hat geregelt. Soll ich Kupfererz bekommen? Boah, Skeletor. Zack, zack, zack. Hier, Bob Ross. Gibt's irgendwie nur blaue Portalsteinfragmente, oder? Aber die brauchen wir auch. Im Moment brauchen wir nur die. Boah, die Staubmade ist schon ein bisschen dicker, ne? Ey, du bist Level 4. Ich bin Level DOS. Da willst du hin? Echt? Ach, das ist eine Kiste. Guck mal hier. Oh, was hat er denn bekommen? Habe ich einen geilen Scheiß bekommen. Alter, kriegt der hier den Level 2er, weiß gar nicht, wie er umgeht. Oh, du musst hier auf den Sack hauen, ja? Und dann bekommst du auch noch ein paar Sachen. Das ist ein tragender Balken. Ich würde den lieber aber ganz lassen. Ach, Quatsch. Ich bin ein Architekt. Ey, du hast gesagt, hier gibt es Steine. Und ich dachte, hier würde es Steine geben. Es hat so nach Steine ausgesehen. Hier ist nur Mist und Schund. Ist hier Erde, gibt's hier nur. Was meinst du, gehen wir in den nächsten Dungeon? Hier ist immer gut, oder? Das ist ja das Ziel des Spiels eigentlich. Immer weiter portalisieren, dann die Gegner dort töten, stärker werden. Mehr Macht grausam. Ich weiß nicht, ich dachte, wir würden hier friedlich Samen in der Welt verteilen, weil wir die Daumenbrüder sind. Die wollen unseren Samen ja nicht, das ist ja das Problem. Alle wollen unseren Samen, wirklich alle. Absolut alle. Die Samenbank? Immun, wie krass. Eine Magma-Made. Wie immun. Jetzt aber nicht mehr hier. Hat er dich gestunt? Achso, ne. Wann hast du eigentlich Bogen, Bob?
Warte mal, Bob hat schon immer einen Bogen, weil Bob kann nur mit Bögen bogen. Bist du Bogen Bob? Moment, ich baue hier mal die Portalsteine. Und dann können wir in die nächste Ebene des Wissens. So ein Portalsteinsammler. Was auch richtig wichtig ist. Richtig wichtig. Schleifwerkzeug. Ja, ich habe mir vorhin, ich habe schon eingeschleift gerade. Hast du dir vorhin eingeschleift? Ich hab mir gerade eingeschliffen. Ach, deswegen bist du so entspannt. Weil weißt du, man muss sich schon ein mild von der Palme schleifen. Ja, sonst kommst du hier nicht klar in der Portal-Welt. Ja, hast du schon mal ungeschliffen ein Portal bereist? Nee. Weißt du, wie das Ding hinterher aussieht? Das und geht auch nicht. Nie ohne Käppchen. Ich sag dir, ohne Kappe da reingehen ist Selbstmord. Du weißt ja nicht, wo das Portal vorher schon überall war. Meinst du, wir finden hier noch ein Portal? Es muss ja hier eins geben. Das heißt ja Portal Night. Ja, vielleicht heißt es auch Portal Nein. Portal Nein? Ja, kein Portal. Portal Nein, kein. Nein, hier, zack, da ist doch schon wieder einer. Lass mir hier ein bisschen mit dem Breitschwert der Bob Rossigkeit. Ey, was er sich schon für Waffen gebaut hat, der Typ. Ja, was hast denn du? Ein Stromkabel. Ja, ich bin ja auch Magier. Naja, du kannst ja alles verwenden. Musst ja nicht zwangsläufig jetzt hier mit deinem Pedostab. Ich will aber nicht. Ah, da hinten ist es. Ich sehe es schon. Du musst jetzt nicht unbedingt mit deinem Pedostab Pedo-Abenteuer machen. Ich bin Magier. Ich habe Zauberbohnen in der Tasche. Bob Ross ist auch Magier. Bob Ross ist alles. Somalia. Du bist vielleicht ein Somali-Pirat. Hast jetzt eigentlich schon deinen Official Ross Instructor-Lehrgang begonnen? Bin ich gerade dabei. Ist sehr interessant. Ist wirklich sehr, sehr interessant. Musst du auch deinen Pinsel immer gegen das Ding hauen, so. Das nennt man Tuschen, ja? Tuschen. Das nennt man Tuschen. Er hat doch immer das Wasser erst aus dem Pinsel rausgeprügelt, unten an der Vorrichtung. Das nennt man Breezen. Breezen. Water Breezen. Ja, Water Breezen. Also, man merkt, dass du nicht wirklich mit Bob Ross dich auseinandergesetzt hast. Ey, sonst würdest du sowas wissen. Sehen ein bisschen aus wie früher unser alter Ort, wo wir gelebt haben. Bevor der Patch kam. In Deutschland? Was machst du hier? Na hier, so Heilung. Heilung? Heilung? Der japanische Medizinmann. Ja, eigentlich müssen wir töten. Moospanzer! Die sind heftig. Von denen habe ich in Büchern gelesen. Weizen bekommen. Ja, ein Weizen. Oh, die geben 133. Guck mal, hier unten ist auch noch so ein harter Jimmy Bob. Ja, für dich ist das viel, ne? 133. Naja, für dich auch. Schattenritter des Donners. Zack, habe ich ihn gemeuchelt. So Laser, wusch. Boah, da macht er den Sancho. Ich habe einen richtig dicken Sancho gemacht. Oh, hier, plus, mein Freund. Oh, Steinbeißer könnte ich machen. Oder eleganter Abbau. Reduziert den Verlust von Haltbarkeit beim Abbau um 30%. Oder erhöht. Das ist wirklich Abbau. Ich nehme Steinbeißer. Wow. Greis, ich werde hier gerade angegriffen von hässlichen Jungs. Ach, ohne mich kommt dann auf einmal doch nicht mehr klar. Ja, ich würde schon, aber ich würde es halt besser finden, wenn wir einmal teamworken. Ah. Bob, Bob Ross hier. Bob. Er hat sich reingebobrost. Ey, da unten ist so ein Licht an in dem Haus. Oh, guck mal, das ist eine Lore. Aber ich habe hier im Dunkeln richtig Schiss runterzugehen. Also die Lore nehme ich mit. Weißt du, die ist noch gut. Hanne, wir wirften sowas Lore? Weg. Also wir wirften bitte schon sowas weg. Was ist das für ein Stein da? Oh. 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 Bist du tot? Oh, nee. Ich boah, krass, was war denn das? Was hast du nur eingesammelt? Der Stein hat irgend so eine Fiole. Mächtiger Mana-Trank habe ich bekommen. Mächtigen hat er geholt. Wieso bekomme ich einen Mächtigen einfach so? Oh, hier Kohle. Ich habe Kohle gefunden. So Geldkohle oder? Nee, so gute Kohle. So gute Kohle. Gute Kohle. Gute Kohle, gute Brikett, gute Brikett. Gute Brikett. Feuer. Mache Feuer. Ist so gute Kohle. Alter, warum ist es hier so dunkel? Meinst du, da ist Kohle drin? Kann man da rein? Wo bist denn du? Hier oben. Ach so, mach doch eine Fackel. Bau mal eine Fackel. Wo gibt's Fackeln? Hier, zack. Und schon habe ich eine gefackelt. Da fackel ich gar nicht lange. Ich kenne da nix. Der fackelt nie lange, der Junge. Bob Ross. Der ist ein richtiger Motherfuckel. Nee, hier gibt's gar nix.
Gibt's hier nichts zu sehen? Keine Kohle? Alter. Aber vielleicht sollten wir hier unten wieder das Portal bauen. Meinst du? Also ich hätte Steine. Willst du, soll ich bauen? Boah, ich bin dabei, aber du kannst helfen. Hier, einer fehlt. Bob Ross! Aber ich bin immer noch auf der Suche. Boah, Purpurwälder, was die geht? Die Purpurwälder, waren wir da schon drin? Nee, also ich war noch nie im Purpurwald. Also im Purpurwald war ich auch noch nicht. Aber da kann man ganz, ganz tolle Pilze finden, habe ich gelesen. Ah, die blauen. Oder die purpurnen Popo-Pilze. Die lila, blassblauen, gepunkteten. Was ist das für eine Farbe? Lila, blassblau, kannst du nicht? Nee, ich kenne nur Farben. Ey, was sind das hier? Guck mal, das sind doch diese Hodendatteln, von denen du immer schwärmst. Ah, diese Hodendatteln, das sind leckere Dinger. Also die habe ich gerne im Mund. Kürbis. Oh, nimm mal ein paar mit für zu Hause. Alter, was ist das hier für ein Kürbis, Alter? Zieh dir den mal rein. Oh, ich kann die Fackel ja platzieren. Das ist ja cool. Zack. Es war so ein Riesenkürbis und dann... Oh, Moment, mal, aber hier waren wir wirklich noch nicht, oder? Waren wir hier schon? Ist das alles random? Ich glaube schon. In so einem bigen Wald war ich noch nicht. Oh, da unten sind Leute, denen brennen die Köpfe. Erinnert mich so ein bisschen an den Dattelgarten der Lüste. Da waren wir auch früher. Ist das hier eigentlich eine riesige Schatztruhe oder was soll es sein? Ich habe hier gerade taffe Gegner. Hab ihn besiegt. Level 3. Schmalzig. Wow. Der Flammenfreak, der ist ziemlich heftig. Dem brennt ja auch der Kopf, Mann. Also leg dich mit dem lieber nicht an. Alter, ich habe hier einen Dungeon gefunden. Einen Dungeon? Einen richtigen. Einen echten? Ja, nicht so ein Pillemann-Dungeon, wie du vorhin hattest. Wow. Guck mal, die Fackelbrüder. Die richtigen, das sind die Fackler. Ich gehe rein. Alter, da sind zwei dicke Skelette drin. Das egal, ich habe dicke Eier. What the fuck, ich bin fast tot. Bock was? Ist mir egal, ich habe dicke Eier. What the fuck, ich bin fast tot. Also ich streue einfach mal hier so ein bisschen. Einen haben wir schon. Ja. Ah, guck mal, wenn man die richtige Kampftechnik hat. Bob Ross. Jetzt sammel doch nicht immer meinen Loot, du Sack. Der wird doch geteilt, Bob Ross. Gar nicht. Klar, Bob Ross. Noch? Okay, bist du bereit für die zweite Kammer? Hier ist nichts. Huh? Hier ist nichts. Oh! Was ist da los? Der Donnergucker. Donnergucker. Don Cooker. Was gibt's hier? Du wolltest doch Stein. Ist das nicht Stein? Nee, das ist hier Burgstein, oder nicht? Sieht steinig aus. So. Bob Ross. Ich hab da irgendwas. Elektro, der Donnergucker. Ja, ich bin ja dran, ich bin ja dran. Mach dir nicht ins Hemd. Oh, da ist noch ein gefallener Krieger. Oh, das sind ja zwei. Komm schon, einer ist beinahe down. Hab ihn, hab ihn. Easy. Ich wollte ja nichts sagen. Pizza, Steve! Ey, man muss nur immer im richtigen Moment ausweichen, dann können die einem auch nichts. Nee, ist eigentlich total locker hier. Ich tu nur so, damit halt die Kids da draußen ein bisschen Drama. Ein bisschen Drama dabei haben. So ein richtiger Dungeon? Nee. Also richtig Drama wäre, wenn wir jetzt hier den Part beenden und sagen, was ist hinter dieser Tür? Werden wir es jemals erfahren oder nicht? Ja, aber der Part geht noch eine Weile. Patch. Ja, das sagst du jetzt so. Weißt du, aber cool, wenn wir jetzt hier noch 2 Minuten rumlaufen und die Vase schlagen, weißt du, dann könnte sich die Situation also für damalige YouTube-Regeln wäre das eine lange Folge. Regeln? Pillemann-Regeln. Hier, soll ich dir helfen? Ich bin Official Bob Ross. Er macht aber auch hier, ich sammle die Fackeln ein. Das war ja auch meine. Zwischenkabine hier. Oh, der ist aber stärker jetzt, ne? Ich weiß nicht, vielleicht weil Bob Ross nicht trifft. Nee, meine Waffe ist auch kaputt. Ah, jetzt guck mal hier, Bob Ross und seinen Bogen. Hier kommt der Nächste. Ich mach nur noch 8 Schaden jetzt gerade wegen dem kaputten Bogen. Du musst ihn direkt im Schlitz treffen. Alter, was muss das hier für ein Portal sein, Junge? Junge! Was ist das hier hinter für ein Steinzeug? Wo? Erde, oder? Einfach nur... Ich kann man sich durchgraben. Guck mal, mein Stab macht aber auch wenigstens ein bisschen Licht. Das Problem ist, ich habe jetzt nicht genügend Steine. Hast du noch Steine? Ja.
Ich habe nur noch, glaube ich, 3 Stück oder sowas. Oh. Den habe ich falsch gesetzt. Ja, 3 Stück habe ich noch. Du hast mir einen gerade abgezogen. Genau. Jetzt wackelt. Zack. Bob Ross. Oh mein Gott. Oh, zum grünenden Horst. Wo kommen wir jetzt hin? Wo will er denn jetzt hin? Das Problem ist, wir kommen jemals wieder zurück. Achso, es gibt ja dann Schnellreise, ne? Dann können wir uns einzeln die Gebiete aussuchen. Weil wir müssen ja irgendwann wieder zurück, weil ich muss ja mal meine Waffe reparieren und... Neue Insel. Meine Güte, ist das wunderschön. Majestätisch. Oh. Ich müsste halt mal leveln. Ich brauche hier noch ein bisschen... Weißt du, das wird das Problem. Später, wir sind total underleveled. Weißt du, wir forschen, aber wir bauen nicht. Bild. Nee, hier, Welle 5 Gegner. Welle 5? Welle 5. Ja, der hier macht mich ganz schön Riggy. Riggy Diggy, wo bist denn du? Hier, ich kämpfe gegen den grünen Schnäuzling. Oh, das ist ein anderer grüner Schnäuzling hier, sehe ich gerade. I go on the higher ground. Ich hab ihn. Ja, aber hier. Ja, komm, du bist total high level. Also, wenn du den nicht schaffst, ja, dann wirst du niemals Bob Ross. Vergiss nicht, du kannst eine Rolle machen. Ich weiß. Ich dachte die ganze Zeit schon. Naja, jetzt sehe ich es zum ersten Mal. Ja. Die ganze Zeit wird gejammert. Ja, mein Oh, gelber Portalstein. What? Gelb? Was ist denn ein gelbes Portal? Noch nie gesehen. Ich auch nicht. Hier ist wieder ein blaues. Oder nicht? Ja. Ich glaube, die krassen Gegner geben krasse Sachen. Du blinkst rot. Ja, aber jetzt nicht mehr. Mir geht's wieder gut. Okay. Ich habe immer, wenn wir so auf eine neue Insel kommen, habe ich immer ganz schön Frame Drops für einen kurzen Augenblick. Ich nicht. Ja, du hast ja auch da so ein von der NASA gebautes Computerwerkzeug. Eigentlich ist es nur ein alter Eierkarton, ja, wo ich ein paar Bilder reingeklebt habe und mir irgendwas zusammenreime, während ich hier in deiner Aufnahme drin bin. Und dann bekomme ich immer dein Bild geschickt, wo wir ein bisschen verändern, ja. Das wird ja alles doppelt aufgenommen auf Kreis seinem NASA-PC. Ja, genau. Und ich quatsch dann halt drüber. Ich meine, ich besitze auch keine PlayStation 4. Es ist eigentlich nur Kreis seine Konsole. Ja, wir schicken uns die immer hin und her. Ja. Machen einzelne Aufnahmen. Mies. Und das schneiden wir dann so zusammen. Wir also können uns sowas halt nicht leisten. Nee, ich auch nicht bis jetzt. Hier drüben ist ein blaues. Oder man kann einfach gelbe hinsetzen. Meinst du? Ich weiß nicht, aber es wäre krass, oder? Ich habe erst ein Fragment, glaube ich. Was ist das hier? Ist das ein Shiitake? Was zur Hölle ist ein Shiitake? Na, so ein Pilz. Ach so, ein Chipotle. Nein, Chipotle ist doch kein Pilz. Ich weiß. Chipotle Taco. Ist eine Chili, oder nicht? Nein. Doch, klar, es war, Chipotle. Nein, es war. Nein, es. Ja, aber es war doch ein Burrito. Ja, aber mit Chipotle-Chili drin. Heißt es wirklich Chipotle-Chili? Ich glaube schon, und dann ist Chipotle AD. Guck mal, hier drüben ist ein Penis. Das ist ein Penispilz. Also ja, eindeutig ein Penispilz. Doch. Kennst du diesen Vagina-Pilz, den die Chinesen da gefunden haben, der aussah wie so eine. Naja, so ein. Ah ja, wie so eine Travel. Gerät. Ja, genau. Ja, wie so eine Travel-Pussy. Travel-Poo. Travel-Poo-Poo. Kommen wir hier nicht in diese Kirche rein? Eine Reise-Fufu. Welche Kirche? Oh, hier drüben. Boah, sieht ja richtig schick aus. Soll ich das mal öffnen hier, das Loch? Nee, warte noch auf mich. Ich will auch noch ein bisschen hier vom Loch sehen. Aber ich habe schon geopend. Hallo? Hier eine Bank, hier drin? Eine kleine hübsche. Ne, bis jetzt noch nicht. Oh, hier geht's. Oh, guck mal, hier ist so ein Sack. Da kannst du dagegen schlagen und bekommst Punkte. Oh, ein Schlagsack. 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 Dann geh ich doch mal hier hoch, den Turm rauf. Glaubst du, hier kann man irgendwas Tolles entdecken? Das ist der Dom. Boah. Wow. Wow. Boah, hier könnte man sich auch echt niederlassen, ne? Ja, aber das ist so schwierig. Ich meine, hier zu wohnen, ist voll anstrengend. Dann immer die Treppen da und so, nee.
Weißt du, was richtig cool wäre, wenn deine Basis irgendwann angegriffen wird, dass du sie wirklich verteidigen musst? So, hier geht's doch bestimmt runter in den Keller. Was würde passieren, wenn wir... Echt? Der Laden hat einen Keller? Wenn man so ein Bücherregal schlägt, ja, zerfällt es dann oder bekommt man dann ein Bücherregal zum Mitnehmen? Nee, ich glaube, dann zerfällt's. Guck hier, diese Säcke. Bums, Schleifstein. Also liegt hier auch so noch Loot rum. Ja, ja. Das finde ich ganz schön frech. Alles klar, besuchen wir den Papst. Alter, er springt. Oh. Wow. Ich habe es gleich bis nach ganz unten geschafft. Oh, shit. Ein Donnerauge. Oh, ein Donnerauge und dann auch noch ein Fünfer. Mach einen Dote. Er ist dead oder nicht? Oh Gott. Mach ihn weg! Ich müsste eigentlich echt mal meine Waffen reparieren irgendwie, beziehungsweise ja, mein Werkzeug. Irgendwann müssen wir wieder zurück, aber jetzt sind wir gerade so tief in der Cache. Ja, also jetzt sind wir so tief im Loch, hier können wir nicht mehr raus. Also ohne ein paar Messdiener, keine Chance. Motivationsmessdiener. Stufenaufstieg! Stufe 4. Krass, wie schnell Bob Ross levelt, ne? Guck mal, hier geht's ja noch weiter runter. Warte mal. Das könnte ein geheimer Gang sein. Da komme ich gar nicht durch. Oh, warte. So eine geile Hacke. Sollen wir zusammen drauf einschlagen? Ja, ja, auf denselben Block. Oh, ja. Ist dahinter was? Nee, oder? Ich hab keine Ahnung. Ich kann nichts sehen. Na doch, ich... Nee. 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 Hier geht's noch weiter runter. Und hier, guck mal, hier geht's wieder irgendwie hoch. Total verwirrend. Da kommen wir her. Nein, wir kommen von der Tür her. Ja. Uff. Gibt es Fallschaden? Nö. Das wäre jetzt geil gewesen, wenn doch... Oh. Bob Ross! Guck mal, hier so im Double Team geht es schnell. Oh, hier ist ein Portal. Hier ist noch ein tiefer Portal. Ich habe keine Steine mehr. Hast du noch genug? Nee, leider nicht. Warte, vielleicht kriege ich noch was zusammen. Aber wir können eigentlich nicht noch tiefer reingehen. Wie tief willst du noch rein, Mann? Wir müssen da rein, in die Streisen-Ebene. Hä, ich kann keine herstellen irgendwie. Okay, einer fehlt. Das bedeutet, wir müssen irgendwas töten. Ach so, bei mir ist alles voll. Knochen. Das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Jetzt müsste ich es wieder produzieren können hier. Kannst du es produzieren? Ja, ja. Weil wir müssen tiefer rein in die Streisand-Ebene. In die Streisand-Ebene? Zu Barbara oder? Ab zu Barbara. Okay, Achtung. Aber weißt du, wir könnten jetzt auch echt was Fieses machen. Wir könnten sagen. Weiter geht es in der nächsten Folge. Die Streisand-Ebene. Also, Bewertung nicht vergessen, dann geht's weiter mit Portal Knight. Bis zum nächsten Mal und tschüss! Hui!